Okay, okay. Ruhig, Zocki. Ruhig, Zocki. Eine VÖ haben wir noch. Und vielleicht können wir uns jetzt wieder mal anschauen, wie es richtig geht. Und zwar mit dem mittlerweile vierten Teil aus der Mario Bava Collector's Edition, der dann auch seinen Weg in meine Sammlung gefunden hat. Ich weiß, ich habe in der jüngsten Vergangenheit und auch in der älteren Vergangenheit die Designs von Koch Media oftmals aufs Schärfste kritisiert. Aber eines muss ich Ihnen wirklich lassen, Ihre Mario Bava Collector's Edition ist absolut phänomenal. Und mir fehlt leider immer noch die allererste Nummer mit dem Titel Die Stunde, wenn Dracula kommt. Falls ihr diesen Titel loswerden wollt, beziehungsweise jemanden kennt, der ihn zu einem normalen Preis verkauft, bitte, bitte, bitte meldet euch bei mir unter playzocker@gmail.com, weil ich diese Reihe wirklich gerne komplett haben möchte. Ursprünglich habe ich sie ja gar nicht sammeln wollen, weil ich die ganzen Filme bereits von Arrow Video hatte und grundsätzlich der Meinung war, ganz ehrlich, besser als Arrow geht nicht mehr. Aber da hat mich Koch eines Besseren belehrt. Bist denn du deppert? Einerseits einmal dieser großartige Überblick hier mit diesen wunderschön gezeichneten Frontcovern. Da ist, muss ich aber sagen, immer noch Baron Blood mein absoluter Favorit. Außerdem sehr schick gemacht. Ursprünglich war ich ja auch skeptisch wegen diesem Schuber mit dieser Schwarz-Weiß-Collage hier. Aber auch der sieht vor allem, wenn man ihn öfter nebeneinander stehen hat, absolut fantastisch aus. Und dann zu guter Letzt noch einmal die Spines, die nebeneinander absolut fantastisch ausschauen, wo einfach alles stimmt. Die einzelnen Bildelemente sind immer an der richtigen gleichen Höhe. Wir haben hier im Hintergrund immer ähnliche Motive und sogar auf dem Backcover hat man sich bemüht, dass diese einzelnen Reihen und Designs immer mehr oder weniger gleich sind. Mehr kann man meines Erachtens nach von einem Label fast schon nicht verlangen. Hier wird echt großartig gearbeitet und deswegen ist das eine Reihe, die auch wenn ich bereits einzelne, also eigentlich die ganzen Filme bereits in meiner Sammlung hatte, unbedingt haben wollte. Aber jetzt schauen wir mal auf diese Nummer hier, nämlich auf die toten Augen des Dr. Dracula. Und da haben wir eben neben dem, wie gewohnt, geformten Schuber auf dem Backcover wiederum die Informationen rund um die Inhaltsangabe des Films. Wir haben das Bonusmaterial. Diesmal gibt's Audiokommentare, Interviews und so weiter, aber ausnahmsweise keine alternative Filmfassung mit drauf, aber wieder einmal wie gewohnt ein stabiles Digipack. Ich glaube, ja, also da sind wir schon dabei bei toten Augen, haben da eigentlich ein wirklich cooles Motiv, eine recht interessante Collage von verschiedenen Bildelementen, wobei das Ganze recht schick bearbeitet ist. Ich wäre mir jetzt zum Beispiel gar nicht sicher, ob es sich dabei wirklich um eine Zeichnung handelt oder ob da auch einzelne gezeichnete und fotografierte Elemente zusammengekommen sind, was aber in diesem Fall mich nicht stört, weil es wirklich passend und schick gemacht wurde. Hier auch sehr, sehr schön der Spine vom eigentlichen Digipack. Ein, nicht so feines Motiv auf der Seite vom Digipack, muss ich echt sagen. Das ist von allen vier Mario Bava Collector's Editions jetzt meine wenigsten Lieblingsseite. Vor allem, was ich so schlimm finde, ist, wenn hier dieses Türkise und dieses Rote zusammenläuft. Ich weiß gar nicht, ob das bei dem Video irgendwie so durchkommt, aber ich habe fast den Eindruck, dass sich diese Farben so sehr schlagen, dass mir dieses Rote aus dem Bild heraus ins Gesicht springt. Das Ganze kriegt dadurch fast schon ein bisschen einen 3D-Effekt. Kann ich mir nicht ganz vorstellen, dass es so gewollt war. Dafür haben wir aber da wiederum ein relativ cooles Motiv, muss man sagen. Gefällt mir recht fein. Und was man natürlich auch nicht unangesprochen lassen sollte, ist, dass es zwar hier jetzt nicht unbedingt ein fortgesetztes, durchgehendes Motiv gibt, aber vom Stil her diese Seiten wirklich schön zusammenpassen. Drinnen warten auf uns, wie gewohnt, einerseits hier im Digipack drei Discs. Wir haben eine
Bonus-DVD mit richtig coolem Druck auf der Disc drauf. So cool, dass man da sogar dieses Bild auch noch für das Cover vom Booklet verwendet hat. Wir haben dann außerdem ein anderes Cover auf der Film-DVD und auf der hoppala, rechten Seite dann die Blu-ray mit dem toten Augenmotiv quasi drauf. Ist ja auch bei allen Mario Bava Editionen so, dass es sich um drei Disc-Sets handelt, wobei eben die Blu-ray einzeln ist und die DVDs zu zweit unterwegs. Offensichtlich, weil sie im Gegensatz zur Blu-ray so schwach sind, dass sie sich nicht alleine nach draußen trauen. Naja, wir haben hier im Inneren von diesem Digipack ein wirklich wunderschönes Motiv, nämlich eines, das im Gegensatz zum äußeren Teil von diesem Digipack tatsächlich fortgesetzt und durchgehend ist, wo sich eben diese Spinnweben von ganz rechts nach ganz links bewegen und auch einzelne Elemente von diesem Design auf die nächste Seite übergehen. Das finde ich echt wunderschön, das finde ich echt ganz, ganz toll gemacht. Vor allem, weil das Digipack, wie natürlich auch bei den anderen Mario Bava Editionen, wahnsinnig dick und wahnsinnig stark ist. Wir können jetzt einmal auch noch durch das Booklet natürlich blättern, wo wir im gewohnten und für mich immer noch wunderschönen Design einige Informationen zum Film bekommen, sowie einige andere Bilder. Das Ganze wirklich cool aufbereitet, so im alten Zeitungslook. Das ist echt eine feine, feine Sache. Gefällt mir echt gut, ist eben auch diese Ausgabe aus der Mario Bava Collector's Edition in meinen Augen ein absolutes optisches Highlight. Da freue ich mich auf jeden Fall, wenn diese Reihe, beziehungsweise wann diese Reihe weitergeht, ist ja mittlerweile schon bekannt, dass auch ein sechster Teil noch kommen wird. Ich freue mich auf jeden Fall und werde bei dieser Reihe definitiv mit dabei bleiben, weil das ist aktuell für mich wirklich eine der schönsten rein, wo gibt's?